Moin Moin und willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Uncharted. Und wir nähern uns dem Ende, Kapitel 13. Wir haben einen Schiffbruch erlitten und wir wissen nicht, wo unser Bruder ist. Also, lass mal gucken, der Sturm zieht auf. Mal sehen, was es so zu entdecken gibt hier. Dann muss ich runter zum Boot. Macht, glaube ich, nicht mehr Sinn, ne? Macht nicht Sinn, auf die Insel zu gehen. Das ist mal ein Mistwetter, ne? Ist hier nichts? Okay. Ja, ich sehe erst mal weiter nach oben kommen. Ja, erste Regel, nach oben. Finde raus, wo du bist. Okay, also hier komme ich nicht nach oben. Sam, komm schon, antworte mir! Naja, wer weiß, was Sam passiert ist. Also, ich weiß noch nicht, ob der wirklich so nett ist, Sam, oder ob er uns einfach verarscht hat. Dass er vielleicht gar nicht mit diesem Gangster-Boss da irgendwas zu tun hat. Mal schauen. Ups. Also hier, ah, da geht's längs rüber. Glaube ich. Schau. Oh! Oh, shit. Sickness! Gehen wir hier hoch. Verdammt! Sam! Sam! Was ist der denn? Die Kraft haben wir nicht mehr anscheinend. Ein bisschen was schaffen wir noch hier. Sam, wo bist du? Auf jeden Fall, hier müssen wir uns hier eine Seite längs schleichen. Hier runter. Aber in den Dschungel. Ich brauche ein Feuerchen. Lieber Tomb Raider, da kann man auch so ein Feuer machen. Das Gute daran ist, mehr kann ich nicht verlieren. Außer mein Leben. Das stimmt. Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für Wahnsinn. Na, hoffen wir einfach mal, dass wir unsere Freundin Frau nicht ganz Verdammt. Verloren haben. Okay. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Au. So gut geht's dir anscheinend nicht. Einfach durchbeißen. Einfach durchbeißen. Geht's nicht hoch? Hier der Seite links. Oh, nicht hier runterrutschen gleich. Oh. Uiuiuiui. Oh, zur Hölle mit diesem Ort. Oh, wo sind die überschwänglichen. Verdammt! Das ist zu glatt, ne? Ich kann nicht anders klettern als so. So. Ich muss weitermachen, einfach weitermachen. Hattet ihr mal das Video gesehen, wo Nathan Fillion ihn gespielt hat? Das ist der Polizist von The Rookie. Der passte perfekt in die Rolle, nicht so wie dieser Spider-Man Hi-Hi-Opa. Ich finde, der passte gar nicht in die Rolle. So ein bisschen so eine gewisse Reife, finde ich. Also in Tom Holland, ne? Als Spider-Man, okay, ist er super, aber das war's dann auch. Das andere muss ich nicht mehr sehen. Ah, ich soll da gar nicht, bestimmt nicht da runter, oder? Ich soll bestimmt da hoch, guck mal. Alter. Nicht mehr so leicht, wie ich sonst immer hochgelaufen bin, ja? Oh. Willst du mich gerade verarschen? Ich war gerade oben gewesen. Okay. Das sollte wohl so sein.
Shit. Shit, shit, shit. Sturm hat zumindest aufgehört. Ist immerhin was. Und geschlafen habe ich auch genug. Guck mal, ein bisschen müde. Ein Käffchen könnte ich gut vertragen. Okay, da macht jemand Lichtsignale. Sic Parvis Magna, Sam. Scheiße. Gucken wir doch mal. Ich muss zu diesem seltsamen Berg. Aber mir geht's schon wieder ein bisschen deutlich besser. Bleib, wo du bist. Ich komme zu dir. Schon wieder trocken, kann ich wieder springen wie ein junger Gott hier. Gut. Okay, es geht da hoch. Und hier hinten rum irgendwie. Ah, da ist eine Höhle, okay. Direkt da rein. Ah, perfekt. Das sieht echt cool aus hier, ne, muss man sagen. Wie fit er wieder ist. Oh shit! Wow! Alter! Da war ich aber ein bisschen zu mutig. Da geht's weit. Weit runter. Dann gehen wir außen rum. Wow. Okay. Nicht langsam, muss ich hier rüber. Verdammt, wo soll ich hin? Nein, ich kann nicht auch. Muss hier langsam. Alter, du musst runtergehen. Okay. Okay, warte mal. Ja, geh mal darüber. Nein! Verdammte Axt! Kann er sich nicht festhalten, der Depp? Na schön. Dann mal hoch. Okay, dann wissen wir schon, dass du runterstürzt, deswegen gehen wir lieber hier längs. Wow! Dann sind wir wieder an gleicher Stelle. Ist klar. Wenn er das kann, ist er das. Okay, jetzt hängt er da. Er macht nichts. Hä? Ich kann nichts machen. Was macht er da? Was macht er da? Was macht er da?
Komm mal hier hoch. Zack. Brave. Scheiß Kerl. Verdammt. Pass auf dich auf, Sam. Das wird halt. Wo soll ich denn hin? Hier runter? Wahrscheinlich. Okay. Wow. Wohin jetzt? Ja, jetzt bin ich hier längs. Da drüben ist auf jeden Fall ein Schatz, sehe ich schon. Da müssen wir nur darüber springen! Nehmen wir mit, wenn wir schon auf dem Weg sind, dann können wir doch hier längs gehen, oder? Alter. Nicht sehr beruhigend. Das geschieht mit. Die müssen wir da runter? Oh, anscheinend, ne? Himmel! Okay. Oder hier. Na gut. Erfrischend. Erfrischend, bestimmt arschkalt. Oh, da kann das noch ein Schatz sein. Den nehmen wir auch gleich mit, wenn wir schon hier sind. Oder? Das macht Sinn. Hallo? Dumm-di-dumm. Mein Gott. Ich kann gar nicht die ganze Natur bewundern hier, so viel wie es. Wo geht's da hin? Nirgends war. Ich habe gesehen, hier gibt's einen Weg nach oben. Ah! Oh, da hängt noch ein Pirat. Der hat wohl auch abgesehen, hier was zu klauen. In den Stiefeln? Aber doch mal. Den brauchst du bestimmt nicht. Ah, sie haben einen Kletterhaken aufgenommen. Ja. Ach cool, dann haben wir zum Ende hin noch einen. Was da? Das ist ein cooles Teil eigentlich. Aber warum ist er fast zum Ende hin? Bekommt man das erst, ne? Das ist ein bisschen albern. Okay, ich sehe aber, wo ich ihn gleich brauche. Denn das da drüben sieht nicht so gesund aus. Aber ich glaube, da muss ich rüber. Habt ihr irgendwo Seil? Nee, ich muss einfach springen. Oder aber nicht so. So nicht springen. So nicht, junger Freund. Gucken, wo wir anfangen. Aber es sah doch so aus, wenn man da so rüber konnte, oder? Hä? Ich hätte gedacht, dass ich da mich irgendwo festhalten kann. Hab ich hier irgendwas übersehen, wo man sich dran haken kann oder so? Rüber? Hä? Okay, wir probieren es ein paar Mal, bis wir keine Ahnung, schaffen. Einen anderen Weg? Ich glaube nicht! So, endlich. Oh.
Mein Gott. Ein paar Mücken. Hey! Alter, jetzt ist es aber auch ein bisschen... Hab ich da mit dem Haken da reingeballert? Oder auch nicht? Gut, nochmal. Oh. Hey, hey, worauf schießt du? Hab was gesehen. Eine Bewegung da bei den Bäumen. Der Dschungelmann, da bewegt sich alles. Ich seh nicht. Verdammt. Okay, Leute, falscher Alarm. Aber haltet die Augen offen. Na klar, macht er das. Komm mal her zu mir. Ja. Wir sind wegfliegen. Eine Glückssträhne endet. Mal sehen. Zack, Granate. Hier lenkt sie noch? Vielleicht können wir noch mehrere Leute hier schnappen, bevor wir da hoch müssen. Oder wir sneaken uns einfach dran vorbei. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Waffen auf jeden Fall wieder. Piratenschätze sind was für Kinder. Wenn wir weiter Märchen nachjagen, gehen wir noch alle drauf. Guck da drüben mich auch an, ne? Moment! Das habe ich mir bestimmt nicht eingebildet. Doch, das glaube ich schon. Da war nichts. Wahrscheinlich zu viel gesuppen. Komm zu mir, dann hau ich dir eine in die Fresse. Nichts! Okay. Es sind recht viele Leute hier, wie man sieht. Ich könnte natürlich alle niedermachen, was will ich gar nicht. Also den müssen wir auf jeden Fall niedermachen. Alles meins. Echt viele Leute, ne? Von uns hat's erwischt. Komm raus, Arschloch! Nee. Ich komm lieber nicht raus. Es sind bestimmt eindeutig zu viele Leute hier.
Okay, wie machen wir es am besten? Ledigen wir doch alle mit. Es hat doch einen erwischt. Na, ich weiß, dass du da bist. Ist er hoch oder was? Wo steckst du? Ich bin hier! Komm raus, los! Hey, hier! Scheiße, und los geht's! Oh. Oh, fuck, Alter, oder? Da hast du keine Chance. Da musst du wirklich sneaken. Wenn du da durch willst, ohne getroffen zu werden, anscheinend. Oder einfach eine gute Deckung haben. Mal getestet. Alter, okay, das sind natürlich viel zu viele um einen rum. Mehr, die hier rumgelaufen sind? Habe ich hier alle erwischt. Mal, dann knall ich gleich alle von hier oben ab. Ich brauche nur einen Schutz, ne? Irgendwie eine Schutzmauer oder so. Zum Beispiel. Hochkommen müssen die jetzt zu mir, damit ich noch ein bisschen Munition bekomme von denen. Auch nicht so doll. Granate auf dem Weg! Oh, Scheiße! Was, alle? Das ist ja gar nicht so schlimm. Wir waren es hier erstmal alle, glaube ich. Nein! Oh, ah, ich dachte, wir runtergefallen. Okay, hier geht's noch. Hm?
Schieß auf ihn! Scheiße! Zielerfassung ist nicht schlecht, Laser. Hier keine Munition, ne? Doch da. Aber die Munition, kann ich auch irgendwo noch hochkommen? Hier kann ich nicht hochkommen. Die Waffe ist natürlich uncool von hier. So was soll's. Nur die. Bevor es immer mehr Leute kommen hier. Oh, können wir da runterspringen? Ja, okay. China Lake, ja, bringt uns jetzt nichts, die mitzunehmen. Dann ballern wir zwar damit, aber kommen ja auch nicht weiter. Eine Waffe, mit der ich mehrere Leute abschießen kann. Die Frage, wo es längs geht. Aha. So, gucken wir mal, wo wir landen. Okay. Wo lang? Weiß ich auch nicht. Heilige! Ja. Ich bin auch voller Schreck. Heilige Scheiße. Was ist das? Verehrter Erfinder dieser Nachricht, Jonathan Burns, ehemaliger Anführer und Geldgeber unserer Sektion, hat mich ermordet und andere, um an Averys Schatz zu gelangen. Er hat die Mannschaft bis zur Erschöpfung arbeiten lassen und Ruhm versprochen, ihn jedoch nur Krankheit und Hungersnot gebracht. Er hat einen Mann an einen Mast gebunden und ihn dort sterben lassen. Dann wurde ich Zeuge, wie der Bastard unser Navigator ins Verderben stürzte, weil er es gewagt hat, seine Meinung laut auszusprechen.
Er entdeckte mich dabei, wie ich Vorbereitungen für die Heimreise traf und stellte mich zur Rede. Ich zog meine Pistole und sagte ihm, dass ich nach England zurückkehren würde, um die Welt von seinen Taten zu berichten. Und als ich mich abwandte, schoss mir der Schurke in den Rücken und floh in den Dschungel. Ich erwiderte das Feuer. Bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn erreicht habe. Meine Zeit wird knapp und meine Hand schwach. In Abwesenheit rechtschaffender Justiz bitte ich dringend um ein Gebet zu Gott im Himmel, dass Burns für seinen Verrat bezahlen wird. Gezeichnet Walter Hayes. Wow, ganz schön düster. Ja, was für ein Freak war das denn? Der hatte wohl genauso viel Glück mit dem Schatz wie ich. Das kann doch nicht wahr sein! Oder? Nein! Heilige Scheiße! Oh, Sammy! Ich hätte dich fast umgepustet. Sam, du bist okay. Ja, mich haut so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du da noch? Da hatten wir einen Fluchtplan. Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay. Und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten? Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre meines Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Na gut, weiter geht's mit Ihnen. Guck mal, Katras wieder. Jetzt haben wir einen kleinen Wagen hier. Hier eine Treppe. Oh, das könnte was sein. Ja, hoffen wir mal, der Rest davon ist nicht unter jahrhundertealtem Schutt begraben. Immer positiv denken. Nathan, hier geht's. Ja, danke für den Tipp. Rein? Nein, komm nicht. Okay. Hätte sein können, dass man sich so durchsneaken kann. Sam, hier oben. Ich komme. Keiner zu Hause. Hallo, wir sind die freundlichen Nachbarn. Ja, ganz besonders das Dach. Sam, hier lang. Da hast du der Schatz wieder ausgetroffen bei ihm. Ja, ausgebrochen. Hey Nathan, ich glaube, wir können hier durch. Hier lang, Nathan. Staubig. Das ganze Gekrieche ist ein gutes Oberschenkeltraining.
runter? Ist da was? Sieh dir das an. Das ist keine Strohhütte. Ja, das ist waschechte Maurerarbeit hier. Ja, aber wo kamen diese Maurer her? Normalerweise hat man vielleicht ein paar gute Schreiner an Bord. Und Küfer. Aber keine Maurer. Oh Mann, was ich für eine Kamera geben würde. Wir haben eine. Schon klar. Ernsthaft? Ja. Ja, auf dem Boot. Bei unseren anderen Sachen. Oh, danke. Hier oben kommen wir nirgendwo hin, oder? Vielleicht ist ein Weg gerade? Da kann man nicht rauf. Komm schon. Naja, ich komme ja schon. Ich wollte ja gucken, was gibt hier, du Affe? Nur so schnell. Endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Ja, du sagst es. Eine Kiste, ich weiß was. Los geht's. Aufgepasst! Wir sind wieder im Geschäft. Das musst du dir ansehen. Wow. Okay, die Piraten wussten, wie man eine Stadt baut. Kann man nicht bezweifeln. Was siehst du? Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Komm schon. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Libertalia. Libertalia! Das lange verschollene legendäre Piraten-Utopia, entdeckt nach 300 Jahren von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich hab immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Sch. Genieß den Moment. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Bin ja auch gespannt. Das ist... So, mit mir im Paradies. Ich bin schon ratlos. Kapitel. Verdammte Scheiße nochmal, Nathan. Ich dachte ja wirklich, dass es jetzt schon zu Ende wäre. Also ist noch gar nicht. Gut, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust habt, dann klack, liked, abonniert mich doch bitte. Das wäre super. Da würde ich mich drüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.